Herzlich willkommen bei Psion Park Video, dem Mobile-Kanal von Jabcom Networks hier auf YouTube. Hallo meine Lieben, hier haben wir nochmal eine App-Vorstellung bzw. eine App-Info. Und zwar wird bestimmt der ein oder andere schon mal das Problem oder den Gedanken gehabt haben, dass er überhaupt nicht auf sein Smartphone klarkommt und gar nicht weiß, wo befindet sich denn jetzt meine Datei und wie bekomme ich denn jetzt meine Datei von A nach B oder in einen anderen Ordner. Und so wie er das beispielsweise von seinem Windows-Rechner gewohnt ist. Und hier habe ich einfach mal hier einen goldenen Tipp. Meine Tipps sind eigentlich immer golden. Und hierbei handelt es sich um den Solid Explorer, der auch schon mal in erwähnt wurde, glaube ich, in einem Video. Und hier haben wir also die Möglichkeit, auf den internen Speicher zuzugreifen, ganz normal in einem Wurzelverzeichnis, so wie wir es von Windows her auch kennen. Und wir können dort auch dann dementsprechend einfach Programme oder Ordner öffnen und wieder zurückgehen. Wir haben, wenn ihr es quer nehmt, habt ihr eine Doppelansicht. Ich halte das mal kurz quer, damit ihr das mal sehen könnt. Möglicherweise müsst ihr jetzt den Kopf ein bisschen neigen, aber das ist vielleicht kein Problem. Ihr seht jetzt hier also quasi die doppelte Ansicht und könnt jetzt auch von einer Seite zur anderen herüberschieben. Ich gehe aber wieder in die vertikale Ansicht, also von oben nach unten. Und hier haben wir dann auch wieder die Möglichkeit, einfach nach links und rechts uns zu bewegen. Und sehen dann entweder die Karte, also die externe SD-Karte oder den internen Speicher. Das Schöne an der Sache ist, wir können hier halt, wie wir es quasi von unserem Windows-Browser, Verzeichnisbrowser gewohnt sind, können wir hier einfach Dinge machen. Das heißt, wir können hier Dinge kopieren, markieren und so weiter. Und wir haben als kleines Gimmick noch die Möglichkeit, hier die Ansicht dementsprechend zu verändern. Wir haben ja auch die Möglichkeit, hier eigentlich über die Liste zu gehen, Rasteransicht, detaillierter Raster und so weiter. Genau wie wir es von Windows gewohnt sind. Von der Menüführung ein kleines bisschen differenziert, allerdings durchaus praktikabel. Was auch sehr schön gelungen ist, auch hier haben wir die Möglichkeit, zu unseren Netzwerken Kontakt aufzunehmen. Das heißt, wenn ihr hier einen FTP-Browser, einen FTP-Server habt und darauf zurückgreifen möchtet, möglicherweise über eure Fritzbox auf eine Karte oder auf einen sonstigen FTP-Server, dann habt ihr dann hier ohne weiteres die Möglichkeit. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, auf Cloud-Dienste zurückzugreifen. Hier in diesem Falle hier einmal unsere Dropbox, unseren Google Drive und unser SkyDrive. Da funktioniert das letztendlich genauso. Wir machen hier mal unseren SkyDrive offen. Das dauert jetzt einen Moment. Und in diesem Menü ist es genau wie überall auch. Wir haben hier also eine Verzeichnisstruktur, dieses sogenannte Wurzelverzeichnis, und können damit schön hantieren. Wenn wir zweimal zurückgehen, haben wir dann hier die Ansicht hier mit den Karten. Wir können uns auch ohne weiteres Bilder anzeigen lassen. Ebenso gibt es mit Einschränkungen Funktionen, wo wir mit dem Browser hier auch Dateien angucken können, Textdateien oder Bilddateien. Wir haben die Möglichkeit, es zu sortieren. Eigentlich rundherum eine schöne Sache. Was auch noch vielleicht zu erwähnen wäre, allerdings ist das eine Sache, die ihr dann nochmal speziell herunterladen müsst. Und zwar, wenn wir jetzt unter Eigenschaften gehen, da haben wir die Möglichkeit, uns die kompletten Daten nochmal anzuschauen. Hier wird gerade gezählt. Durch die Videoaufnahme addiert sich das hier ständig gerade. Deshalb gehen wir dann nochmal einmal zurück und schauen uns mal die SD-Karte an, also den externen Speicher. Halten hier etwas länger gedrückt, gehen dann auf die Eigenschaften.
Hier addiert sich jetzt gerade doch auch was, okay. Und in den Zeige Disk Usage, da können wir uns das jetzt schön anzeigen lassen. Und hier haben wir dann eine schöne grafische Anzeige und können in einem quasi sehen, was wie viel Speicher wo verbraucht wird. Also einfach grafisch dargestellt. Das ist hier der freie Platz hier unten bei dem Grün. Hier haben wir den gesamten Speicher, also die gesamte externe Karte mit knapp 30 oder mit 30 Gigabyte Speicher und wie die jeweils verteilt sind. Wenn wir jetzt in diesem Moment einfach mal auf Musik gehen beispielsweise, dann passt sich das Fenster dementsprechend an und wir sehen hier weitere Dateien, wie sie dementsprechend hier auf der Karte verteilt sind mit dem dementsprechenden Speicher und können von hier aus vielleicht auch schon mal sehen, wo sich vielleicht irgendwelche Dateien verstecken, die uns viel Speicher rauben, wenn wir der Meinung sind, das bleibt nur noch so wenig. Ja, wie gesagt, dies hier Solid Explorer unbedingt mal ansehen und auf jeden Fall auch ein goldener Tipp. Das soll es auch bis hierher gewesen sein zur App-Info. Ich bin da mal wieder weg. Gehabt euch wohl, macht's gut, euer John. Tschüsschen, bis zum nächsten Clip.